Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit dem Arduino Tutorial. Heute wollen wir uns mit Knöpfen beschäftigen. Dafür zuallererst wieder unser Steckboard. Auf der Seite seht ihr schon mal den Knopf. Der Knopf hat vier Beine. So, ich habe jetzt mal ein bisschen die Kamera, da kann man sehen, er hat vier Beine. Und dann wollen wir den doch mal installieren auf unserem Steckboard. Einmal schön drauf gedrückt und dann können wir den jetzt auch langsam anfangen anzuschließen. Ja, unser Knopf bekommt als allererstes eine kurze Erklärung mit meinem neuen Zeigestock. Den habe ich zusammen improvisiert, weil man den auch ganz gut auf dem weißen Hintergrund sehen kann. Wir haben hier einen Knopf. Er belegt diese Reihe und diese Reihe auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Reihe und die Reihe. Warum ich die Seiten trenne, ist ein einfacher Grund. Wenn ich hier zum Beispiel Strom anlege, dann habe ich nicht erst, wenn ich den Knopf drücke, auch da Strom, sondern automatisch auch da Strom. Ich habe die Trennung beim Knopf tatsächlich zwischen der Seite und der Seite. Hieße, wenn ich hier Strom habe, müsste ich den Knopf drücken, wenn ich dort Strom angelegt habe. Wir werden das jetzt noch einmal genauer sehen. Dafür legen wir tatsächlich mal unsere 5 Volt Spannung an. Über den entsprechenden Pin. Das ist der richtige. Und sagen dann, da Strom bitte nehmen. Das heißt, hier bekommen wir jetzt Strom rein und damit ich auf der anderen Seite Strom habe, muss ich den Knopf drücken. Damit ich dort Strom habe, quasi einfach nur eine Reihe gerade ausgedacht, obwohl es eine Trennung gibt hier in der Mitte, aber nicht im Knopf, haben wir die ganze Zeit Strom. Damit ich hier auf dem anderen Bein, also auf der anderen Seite, dann dort hier Strom habe, muss ich den Knopf drücken. Ich hoffe, das ist deutlich geworden bei Fragen, sonst gerne unten in die Kommentare schreiben. Ja, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch einen Widerstand. Den baue ich einfach mal hier vorne ein. Ja, obwohl, den nehme ich hier hinten. Da rein. Die Seite mit dem Widerstand, die verbinden wir dann. Ich glaube, ich würde mal sagen, wir machen das mit dem Punkt Ground. Das wäre wohl am sinnvollsten. Das ist unsere Erdung. Dann nochmal daran. Ich muss dafür sorgen, dass die Knopf gleich noch gut erreicht kann. Ja, das geht noch. Und dann nehme ich mir mal ein besonders langes Kabel, denn wir wollen jetzt noch den Knopf auf der anderen Seite mit der 2 verbinden. Die 2 ist hier hinten. Na, damit es mich nicht blendet. Und dann stecke ich den mal ganz hier ans Ende ran. Dann habe ich einen wunderschönen Übergang und ich komme immer noch an den Knopf ran, damit wir gleich sehen können, was denn passiert. Damit gehen wir dann zurück in unseren IDE und wollen das Ganze jetzt einmal programmieren. Wir brauchen 3 Variablen am Anfang. Und das machen wir jetzt etwas anders als sonst. Wir definieren uns diesmal Konstanten. Konstante Variablen sind Variablen, die sich im Laufe des Programms nicht ändern können. Also wenn wir jetzt hier eine constint Button eingeben, dann nehmen wir den Button Pin. Wir weisen, Entschuldigung, diese Variable nehmen wir 2 zu. Und dann bleibt er auch für immer 2. Das Ganze machen wir dann auch noch einmal für unsere LED. LED-Pin. Und das soll dann 13 sein. Mit 13 haben wir gute Erfahrungen gemacht. Denn mit 13 können wir, warum auch immer, die LED auf dem Arduino ansprechen. Wir könnten aber auch den 13. Pin belegen, wie im letzten Video. Und dann dort eine LED einfach mit aufs Steckbrett packen. Das mache ich jetzt nicht, aber ihr habt ja im letzten Video gesehen, wie es geht. Gut, und dann brauchen wir noch eine dritte Variable. Das reicht, wenn wir dann einfach einen Integer nehmen und den nennen wir dann einfach mal ButtonState. In dem wollen wir dann abspeichern, welcher Zustand eigentlich gerade dieser Button hat. Und am Anfang hat er natürlich den Zustand 0. Und es gibt natürlich beim Button, also beim Knopf, nur 2 Zustände, an und aus. Entweder man drückt ihn oder man drückt ihn nicht. Und unser Ziel ist es, dass die LED nur leuchtet, wenn wir den Button drücken. Gut, im Setup müssen wir natürlich noch ein paar Dinge initialisieren. Als erstes brauchen wir mit unserer LED, die wir mit Pin Mode ansprechen. Die wollen wir da mal reinschreiben, damit sie dann auch als Output gilt. Nämlich mit LED, Pin, das Ganze als Output. Und natürlich haben wir jetzt auch einen Knopf, den müssen wir auch eben wieder reinschreiben. Das machen wir auch mit Pin-Mode. Wir haben ja
Button Pin genannt und ist ein Input. Hier, kleiner, aber feiner Unterschied, kriegen wir auf jeden Fall hin. Sehr schön. Dann können wir auch direkt in die Schleife reinspringen und sagen, ja, okay, wir wollen als allererstes den Button auslesen. Dafür kommt unsere Variable Button State zum Einsatz und da bitte einmal Digital Read nutzen. Das ist eine Funktion, um halt Buttons auszulesen und da oder Pins auszulesen. Da machen wir dann Button Pin rein und können den Pin Nummer 2 auslesen. Und auf 2 ist unser Button. Sehr schön. Dann haben wir den Button ausgelesen. Dann müssen wir nur noch irgendwie interpretieren, was passiert da eigentlich. Und dafür brauchen wir eine Bedingung. Wenn nämlich Button Pin, nee, Button State haben wir jetzt ja. Button State gleich an ist, also hi, wir arbeiten ja mit digitalen Signalen. Dann sollst du bitte unsere LED anmachen. Und das kennen wir schon. Digital Write. Und da machen wir dann unsere LED-Pin, kleingeschrieben, auf High. Sehr schön. Und wenn das jetzt nicht so sein soll, beziehungsweise wenn, wenn unser Button nicht gedrückt wurde, dann brauchen wir einen zweiten Fall. Also schreiben wir dahinter Else. Und sagen dort ganz einfach, wenn der Button gerade nicht gedrückt wird, dann mach mal bitte auch die LED aus. Und dann machen wir dann auf den LED-Pin Low und dann haben wir das soweit eigentlich geschafft. Wir kompilieren das Ganze und suchen mal nach Fehlern. Das sieht bisher richtig aus, dann springe ich einmal auf den Arduino mit der Kamera. Und jetzt könnt ihr euch den Upload auch angucken. Dort seht ihr gleich die Lichter blinken. Yep. Der Upload ist abgeschlossen, es hat aufgehört zu blinken. Die orangene LED auf dem Arduino ist jetzt auch aus. Heißt, wir können wunderbar weitermachen und drücken mal unseren Knopf und gucken, ob es funktioniert. Drücken auf den Knopf und die LED leuchtet auf. Ich nehme es mal ein bisschen zur Seite, damit man es besser sieht. Solange ich den Knopf drücke, geht auch die LED an. Das ist schon mal sehr schön. Dann haben wir das jetzt auch geschafft und uns schon mal das erste Mal mit einem Knopf beschäftigt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute, euer Projekt Bob.